Ich habe ja eben den Soundcheck gemacht und das Bild gecheckt. Und das ist einfach eine Freude, wenn alles da ist und alles hörbar ist. Und deswegen muss man so einen Film auch unbedingt im Kino sehen. Das schafft die Zuhauseanlage einfach nicht. Es geht um das Thema Aggression und den Moment, wo Aggression in Gewalt mündet und das am Beispiel der Männlichkeit, männliche Hunde und Männern. Ich habe 14 Jahre lang einen Hund gehabt, einen Rüden, einen unkastrierten Rüden. Und ich dachte, ich weiß sehr viel über Hunde. Und dann habe ich ein Seminar besucht bei Nadine Matthews. Das Seminar hatte das Thema, mehr als beißen können sie nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Hund, obwohl er ein unkastrierter Rüde ist, ein ziemlicher Engel ist. Und die Hunde, mit denen Nadine Matthews gearbeitet hat oder arbeitet, das tut sie ja beruflich, sind ein Kaliber, das kannte ich bisher noch nicht. Da habe ich gemerkt, ich weiß eigentlich gar nicht so viel, wie ich dachte. Und mich hat die Art, wie Nadine gearbeitet hat, extrem fasziniert. Und ich dachte, das ist irgendwie etwas, wo ich dranbleiben muss. Und so haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir zusammen ein Seminar in der JV auf Rietzen gemacht. Und danach war klar, da kann man einen Film draus machen. Ich war insgesamt ein halbes Jahr gerade aus dem Knast draußen und dann habe ich halt einen Anruf bekommen von der Freien Hilfe e.V. Dort war ich halt angebunden und da hatte die Sabine Winterfeld eben gesucht. Und da haben sie mich gefragt, so, weil sie an mich gedacht haben und dann meinte ich, ja, wieso nicht? Ich habe ja sowieso kaum was zu tun, weil ich hatte in der Zeit hatte ich noch meine Ausbildung zum Zimmerer. Und ja, und dann habe ich das gemacht und dann... Ich habe mir jetzt nicht sonderlich dabei gedacht, so, ne? Es war einfach was anderes, aber dann meinen sie, ich war so gut und ja, wunderbar. Ich hatte bis dahin ja eigentlich bisher nur mit klassisch ausgebildeten Schauspielern gearbeitet und ich brauchte also einen Zugang zu anderen Schauspielern, die eine andere Biografie hatten, denn die mussten alle sowohl passive als auch aktive Gewalterfahrungen mitbringen, denn die Hunde erkennen das sofort. Und da die Hunde Gewalt- und Aggressionsexperten sind, musste ich sozusagen ebenbürtige Partner haben. Ich kenne die halt durch meine Arbeit im Gefängnis teilweise und habe halt auch durch die Arbeit im Gefängnis ein großes Netzwerk in diesen ganzen Sozialverbänden mit Leuten, die auch im Gefängnis arbeiten. Und es war ja wichtig, dass wir, die Jungs mussten ja verschiedene Kriterien erfüllen. Die mussten natürlich sehr schauspielerisch begabt sein und mussten unterschiedliche Aggressionsformen auch mitbringen. Und genau, und da haben wir sehr, also viele, viele junge Männer auch getroffen, bis wir die richtigen gefunden hatten, ja. Naja, die haben, also ich meine, die haben halt alle diese beiden Erfahrungen mitgebracht. Also eine Theatererfahrung und auch eine Lust auf Spielen und natürlich auch die Gefängniserfahrung. Ich arbeite ja mit einem Group, also ich bin Dichter, ich schreibe Gedichte. Und da hatte ich eine Veranstaltung von mir und hat jemand mich gesehen. Hat dann mit meinem Group geredet, ich will jetzt den Namen nicht nennen. Und dann haben sie mich gefragt, hast du Lust auf Casting mit einem Film? Sag ich, okay, ja, geil, kann ich hingehen und dann gucken. Ja, und dann bin ich hingegangen. Und da waren ungefähr 35 Leute da und ich bin einer von den vier Jungs, die das geschafft haben. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Berlin und habe Conny Walter an einem Theater kennengelernt. Und Sabine Winterfeld hat mich Conny vorgeschlagen und seitdem haben wir Kontakt bis heute. Und seit 2013 wurde ich mit dem Projekt involviert.
Und 2015 war dann der Testdreh. 2017 war dann endlich der Dreh. Er wechselt immer hin und her zwischen dem, was jetzt ist und dem, was war. Wenn er schaut, dann sieht er einfach Feinde. Und wenn er die Feinde nicht sehen will, macht er die Augen zu. Das ist eine Frage für Gerd Schuster, woher die Hunde kommen. Da kamen, den hier haben wir auch separat gesucht und dazu brauchte ich Menschen, die sich damit auskennen, sprich Nadine Matthews und Gerd Schuster. Das sind wirklich Experten. Ich war natürlich immer dabei, ich habe auch mit zugeguckt, aber ich habe gemerkt, dass um wirklich zu beurteilen, ob so ein Hund auch vor einer Kamera zuverlässig aggressiv ist, braucht es dann schon Menschen mit sehr, sehr präzisem Sachverstand. Die Hunde sind aggressiv, gefährliche Hunde, also sie leben alle drei noch, Gott sei Dank. Also in dem Fall war es eine Chance für zwei vor allem und die wurden nicht trainiert. Das sind tatsächlich beißende Hunde, die aufgrund ihrer Geschichte, vielleicht auch genetischer Natur plus die Geschichte einfach so geworden sind, wie sie sind. Die hatten halt vielleicht auch unglückliche Umstände und dann, ja. Aber niemand von uns weiß wirklich, was sie erlebt haben oder was da passiert ist. Ich hatte auf jeden Fall Angst. Ich hatte viele, viele exklusive Gefühle da drin, weil es da ist nicht nur Angst, du willst alles verstehen, du willst auch von diesem Projekt rausgehen mit einer Lehre für dich, was in deinem Leben einfach weiterhelfen kann. Und dann haben sie mir gesagt, so, ja, also da ist der Hund. Du stellst dich da in die Ecke so und dann geh einfach mal auf den Hund zu und dann gut. Ich meine so, okay, kein Problem. So, er hatte auch Maulkorb auf, das war mal ein kleiner Hund. Und ja, dann habe ich das gemacht so und dann auf einmal hat er mich so angegriffen. Ich meine so, was ist los mit dir und so, ne? Und dann habe ich mich auch hingekniet zu ihm. Ich meine so, was ist los? Er hat mich trotzdem immer weiter attackiert. Ja, dann habe ich ihn aber trotzdem gestreichelt. Ich meine so, das fanden sie da irgendwie so bemerkenswert und ja, so war das. Ja, ich. Ich wusste, dass ich mit aggressiven Hunden in Kontakt kommen werde, weil, wie gesagt, bereits 2015 haben wir den Testdreh hinter uns gehabt und da war auch ein ziemlich aggressiver Hund aus Bremen, der bei dem Film leider nicht dabei sein konnte, durfte, weil, wieso, weshalb, weiß ich nicht genau. Aber wir wussten auf jeden Fall schon, worauf wir uns einstellen. Und davon habe ich nur gelernt, nicht nur, dass, wie man sich mit Tieren kommunizieren soll, mit Menschen auch, wie kann man mit Aggression umgehen, wie kann ich zu jemandem, also wie kann ich zu jemandem zugehen, so, wer ist sein Raum, werde ich mich akzeptieren, werde es nicht, natürlich durch Beobachten. Es war aber auch irgendwie für die Rolle, für den Alian war das, und für mich als Schauspieler war das eine sehr große Bereicherung, mit diesen Hunden, mit diesen krassen Hunden, weil du kannst da in diesem Moment nicht spielen, wenn so ein Monster auf dich zurennt. Aber mit Training und mit Conny Walter und mit Nadine haben die mir auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, meine Angst zu überwinden. Und das war auch für mich auch einer der Gründe, wieso ich unbedingt dabei sein wollte, weil ich wollte auch meine schauspielerische Leistung zeigen. Und ich finde, wenn man mit Angst in einer Situation, in einer Szene mit Angst anfängt zu spielen, dann kommt aus einem mehr heraus, als man überhaupt erwartet hätte überhaupt. Es gab Angst um die Hunde, also ich denke bei den Schauspielern wie auch bei mir. Wo sich bestimmt die Leute jetzt wundern werden, aber die Hunde kannten mich ja auch nicht. Ich hatte 2 Wochen Zeit, mich mit den Hunden
ja, anzufreunden wäre das falsche Wort, aber vertraut zu machen und dass die Hunde auch mir vertrauen. Also niemand überlegt sich wahrscheinlich, wie kriegt so ein Hund einen Maulkorb drauf, der kann ja nicht ständig draufbleiben, der muss ja fressen, der muss in Ruhe schlafen können, sich erholen können auch. Und das passt übrigens auch ein bisschen zu der Rolle, die ich hatte da im Hintergrund. Da muss er gepflegt werden. Ja, wie bürstet man denn einen Hund, der beißt? Und da braucht es schon Vertrauen. Und ich habe halt versucht, so gut als möglich, zusammen auch mit Nadine, dieses Vertrauen bei den Hunden herstellen zu können. Die Hunde haben wir ja recht spät kennengelernt. Also richtig kennengelernt haben wir sie eben bei den Dreharbeiten. Aber als sie eben ankamen, da wurden sie dann auch halt hinter den Studios in einen Zwinger gesteckt, da wo ich auch selber mitgeholfen habe zu bauen. Und also für mich waren die Hunde schon am Anfang sehr, sehr interessant, aber erst richtig kennengelernt haben wir sie halt im Film und ja, also vorher hatten wir sie nicht gekannt. Ja. Wie war das? Er ist ein Schisser. Und dann darf man dich benutzen? Ich habe mich nicht benutzt gefühlt. Nee, was auch, was du sagst, Mann. Was für ein Schisser, ich habe mit dir gleich gearbeitet. Ich war hinter deinem Rücken, Mann. Und dein Hund, der versucht die ganze Zeit zwischen deinen Beinen zu kommen. Und jetzt kommst du und sagst, Schisser? Ich habe mit dir zusammengearbeitet. Also komm hier nicht mit dir. Guck mal, was du machst jetzt. Er versteht mich falsch. Keine Ahnung, vielleicht ist ihre Punkt jetzt gerade. Ja, einfach jetzt. Ich weiß, dass ich mit dir einfach ist kein normal Problem, wir haben kein Problem, verstehst du? Sie will einfach einen Ärger machen. Es war ein Spaß mit Schisser. Ich habe damit einfach kein Problem, nach vorne zu gehen. War das so? Ja, das war schon so, dass er nach vorne gegangen ist. Du hast es gesagt. Jetzt gehst du mal an den Kopf. Ja. Und dann hat er dich wieder umgedreht und dann warst du wieder am Kopf. Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich das gut kontrollieren kann. Also. Und du hast dich bewegen lassen. Das meine ich mit dem Schutzschild. Das habe ich dir jetzt erklärt so. Soll ich dann sagen, du musst es jetzt machen? Oder soll ich, was verlangst du? Also, ich weiß doch, was ich da tue. Meine Hauptrolle war in Tirid im Film, ist Adam Najjar. Adam Najjar ist ein Typ, der nicht aggressiv ist, sondern reingestoßen in einer aggressiven Welt, wo er da groß gewachsen ist und wollte sich einfach irgendwie sich selber helfen und das vermeiden, dass es nicht weitergehen soll. Ich habe die Rolle von Alian. Das ist ein Beobachter, eher ein emotionaler Beobachter, der das ganze Szenarium erstmal beobachten tut, für sich wirken lässt und versucht einfach nur rauszukommen aus der Anstalt und versucht mit allen Mitteln, mit Lügen, mit was vorspielen anderen Leuten, der Psychologin was vorspielen, das macht ihn aus und das habe ich gespielt. Ich bin einer der Insassen. Also er ist ein, mitunter einer, also der aggressivsten. Also so kann ich einfach den Charakter mal so beschreiben. Parallel spiele ich halt auch die Gefängnistherapeutin in dem Film. Es ist für mich eine Frau, die Teil dieses Systems ist, das extrem an Gut und Böse glaubt und an Strafe. Und dieses System, in dem wir leben und das System Gefängnis sehr verteidigt und da auch sehr drin gefangen ist, weil sie auch immer wieder merkt, dass sie eigentlich Gutes will. Also sie will ja, sie glaubt an Resozialisierung, sie glaubt, dass die Inhaftierten bessere Menschen werden, wenn sie aus dem Gefängnis rauskommen. Aber sie realisiert natürlich, weil sie ja viele Jahre in diesem System selber arbeitet und davon lebt, auf ihre Miete bezahlt, dass keine Veränderung stattfindet. Weil es findet halt keine Veränderung statt, wenn man nicht liebevoll mit Menschen ist. Und auch mal über seinen Schatten springt. So. Das visuelle Konzept hat sich eigentlich über die Jahre, wir haben ja 8 Jahre an diesem Projekt gearbeitet, entwickelt, innerhalb dieser Zeit. Das heißt, also erstmal gab es dieses Seminar in der JVA
Und ich habe sozusagen zum ersten Mal in meinem Leben ein Gefängnis von innen erlebt. Dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, ganz ehrlich, wenn die Gitter nicht vor den Fenstern wären in diesem Raum, sieht nicht anders aus als im Altersheim auch, sage ich jetzt mal, getünchte Wände und so weiter. Und ich dachte, wenn ich das visuell einfach so nehmen würde, wie es ist, dann erzählt sich nicht das hermetische Gefühl, was man hat, wenn man durch Schleusen geht, wenn man weiß, dass überall Kameras sind. Und ich wusste, es muss in einem Raum stattfinden. Und damit war klar, dieser Raum muss das eigentlich in sich ausdrücken. Der muss zum Ausdruck bringen, was wir uns auch vorstellen, wenn wir die Vorstellung haben, in einem Gefängnis zu sein, eingesperrt zu sein. Und dann wurde uns, also meiner Kamerafrau Birgit Gudjonsdottir und mir und auch dann später der Szenografin, die da natürlich ganz groß noch gestaltet, wurde uns relativ schnell klar, dass das Konzept eines Gefängnisses eigentlich ein sehr altes Konzept ist, das eines Kerkers. Und gleichzeitig, und das ist zeitlos, das an der Bühne. Denn die, die eingesperrt sind, die sind ja die Hauptakteure. Die wissen, alles dreht sich um sie. Und alle Menschen, die sich um sie herum bewegen, die Schlüsselgewalt haben, die rein und raus können, sind nur da, weil sie da in der Mitte auf dieser Bühne stehen. Die Entscheidung für CinemaScope kam sehr früh. Also erstmal ist es ein unglaublich schönes Format, es ist ein Kinoformat, wir lieben das als Filmemacherinnen, das ist klar. Aber wir haben ja nicht nur Menschen, die in der Senkrechten stattfinden, sondern wir haben auch Hunde, die finden mehr oder minder in der Waagrechten statt, wenn man jetzt mal ein Bild aufnimmt. Und es war natürlich klar, dass wir sowohl den Menschen als auch den Hund im Bild haben mussten. Und damit ist man schon relativ weit, ja. Und wir wollten natürlich, wir wussten, wir brauchen auch große Distanz, weil sich diese Annäherung meistens über eine große Distanz erzählt. Und damit war das eigentlich schon klar, dass wir dieses Format wählen würden, weil es sich am besten eignet für diesen Film. Birgit Gudjonsdottir ist Isländerin, halbe Österreicherin. Und ich habe sie tatsächlich unweit von hier kennengelernt, nämlich an der Filmakademie Ludwigsburg vor vielen Jahren. Da haben wir zusammen gearbeitet. Und da war damals schon relativ schnell klar, mit dieser Frau will ich unbedingt einen Film machen. Wir haben dann den ersten Kinofilm miteinander gemacht und seitdem, glaube ich, 5 oder 6 Filme miteinander gemacht. Also wir kennen uns sehr, sehr gut. Wir sind ein sehr gut eingespieltes Team. Und Birgit ist vielleicht meine wichtigste künstlerische Beraterin und Mitarbeiterin. Also das ist ja auf Augenhöhe und wir tauschen uns eigentlich über alles aus. Und sie ist auch ganz früh immer schon dabei, weil wenn so ein Film entsteht und sich entwickelt, dann ist es wichtig, dass man Gesprächspartner und Partnerinnen hat. Und da ist Birgit für mich auf jeden Fall eine Konstante in meinem beruflichen Arbeitsleben. Die Filmmusik ist sehr besonders, denn wir haben uns immer die Muster angeguckt und das war ja sehr, sehr viel Material. Das ist sehr, sehr lang und dann sieht man über lange Strecken einfach Nonverbales agieren. Und wir haben immer gesagt, da können wir doch schon mal ausprobieren. Birgit und ich, wir haben uns ja auch eine Wohnung geteilt, als wir zusammen gedreht haben. Da haben wir abends immer da gesessen und haben gesagt, okay, was passt da für eine Musik dazu? Und dann entstand zwischen uns beiden so ein kleiner Wettbewerb. Welche Musik stellt sie sich vor, wenn sie diesen Hunden und diesen Männern zuguckt? Wie gesagt, es war ja gar nicht so viel Reden. Und welche stelle ich mir vor? Und dann haben wir uns immer die Musiken so zugeschickt und beim Recherchieren. Und sie war dann diejenige, die mit Hans-Joachim Rodelius kam, den sie witzigerweise auch über einen isländischen Künstler schon kannte. Und ich habe das gehört und dachte, das ist Wahnsinn, das passt. Und dann haben wir immer mehr von Rodelius gehört. Der Mann ist ja 84, der hat ein immenses Werk geschaffen. Und dann gab es ein Album, das hat wirklich extrem gut auf den Film gepasst. Das war das Album Einfluss, das hat er zusammen mit Arnold Kazar gemacht. Und dann haben wir gedacht, das wäre optimal, wenn wir diese beiden dazu bewegen könnten. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe Hans-Joachim Rodelius einen langen handschriftlichen Brief geschrieben und auf den hat er innerhalb von 2 Tagen reagiert und haben uns kennengelernt. Das Sounddesign ist natürlich bei so einem Film immens wichtig. Wie gesagt, es ist ja das meiste, was stattfindet, findet nonverbal statt. Das ist ein Ausdruck von Körpern, die wir alle lesen können. Ja? Aber trotz allem geben wir meistens, wenn da ein Hund ist und ein Mensch ist, dem Menschen den Vorzug, weil der Mensch ja dann doch etwas sagt. Also war es extrem wichtig, zum Beispiel
den Hunden auch eine Stimme zu geben. Und das haben wir zum Beispiel so gemacht, indem jeder Hund seinen eigenen Gang hat. Hat ja der Hund ohnehin, aber die Tonebene haben wir nochmal separat herausgearbeitet. Das heißt, wir haben, weil das nicht so gut zu hören war, wie so der eine Hund lief und wie der andere lief, das haben wir alles nochmal in der Postproduktion ganz separat Schritt für Schritt sozusagen, Tapsen für Tapsen hingelegt. Das ist zum Beispiel das eine, das ist eine Ebene, die ganze Zeit durchläuft. Auch der Atemrhythmus der Hunde, jedes Schnalzen mit der Zunge ist drin. Also das war erstmal die ganze Hundewelt, die wir generiert haben. Und dann haben wir auf der anderen Ebene, das ist ja die Ebene des Hermetischen, des Eingeschlossenseins, das aber gleichzeitig ein bisschen bedrohlich ist. Die größte Herausforderung war ganz gewiss, dass ich gespürt habe, als klar war, wie wir das werden drehen können, nämlich so, dass meine Kamerafrau und ich gar nicht im Raum anwesend sein konnten, aufgrund der Sicherheitsbedenken. Das war verboten. Das war dann doch so gefährlich, es durften nur ganz wenige Menschen da sein, auch um die Hunde nicht zu sehr zu stressen, damit die nicht zu viel Ablenkung haben und sich gewöhnen können an die Menschen, die da im Raum sind, mussten das also nur die sein, im Prinzip, die vor der Kamera sind und die an der Kamera waren. So, das heißt, ich war ganz weit weg. Ich musste von oben dahin gucken. Ich konnte nicht mehr schnell sagen, hey, halt, stopp, wir machen das anders. Das heißt, wenn ich das hätte unterbrechen wollen, was ich fast nie getan habe, hätte ich von oben runterrufen müssen. Und ich hätte alle gestört und vor allen Dingen hätte ich auch die Arbeit mit dem Hund gestört. Das war ja eine sehr feine therapeutische Arbeit, die Nadine Matthews da immer gemacht hat mit den Hunden. Und da habe ich mich also nicht getraut, das zu unterbrechen. Selbst wenn ich gesehen habe, die Kadrage war jetzt nicht gut oder es war unscharf oder jetzt war was, was außerhalb des Bildes war, was ich unbedingt brauche. Das heißt, eine Stunde zu warten, denn so lange haben meistens die Übungen gedauert, bis ich dann eingreifen konnte und sagen konnte, oh, da war in Minute 5, war da etwas, da hast du den Satz gesagt und können wir da, also das ist ein Wahnsinn, A, sich das zu merken, das war für uns alle extrem anstrengend und für mich wirklich so die Erfahrung von, ich kann gar nichts machen, ich muss jetzt zugucken. Ich gucke wahnsinnig gerne zu, aber wenn ich merke, ah, da brauche ich etwas, bin ich gewohnt einzugreifen, konnte ich nicht. Es war eine wirkliche Erfahrung in Demut und in Geduld und auch darin ins Vertrauen zu gehen, nämlich das Vertrauen zu sagen, es wird mir schon wieder einfallen, es wird mir am Ende auch etwas einfallen, wie ich das Ganze dann dramaturgisch strukturieren kann. Ich habe am Anfang mal gedacht, ob man vielleicht, weil dieser Kinofilm ja viel mehr mit Atmosphären arbeitet, ob man vielleicht fürs Fernsehen das anders erzählen müsste, weil es ja vieles dann doch, ich meine, die meisten Leute haben inzwischen Flatscreens, aber die sind halt eben nicht auf der Qualität von so einem Kinobild, von so einem Kinowirkungsraum. Aber dann war relativ schnell klar, nein, das werden wir nicht machen, auch im Gespräch mit den Redakteuren, die Feuer und Flamme waren für dieses Kinokonzept und da auch ja, begeistert mitgegangen sind. Also da konnte ich alles tun und lassen, was ich wollte und wir haben sehr lange gearbeitet. Wir haben, ich glaube, also insgesamt hat die Postproduktion 1,5 Jahre gedauert. Schnitt bestimmt ein Dreivierteljahr und dann nochmal ein Dreivierteljahr Postproduktion. Also wir haben uns auch die Zeit gelassen, die der Film gebraucht hat. Das ist einfach eine sehr schöne Erfahrung.